einen Schluck Wasser. Sie nutzen viel mehr Technologien, die sich die Grenzbereiche der Bio- und Nanotechnologie ausdehnen, um eine unfassbare Menge Energie auf geringstem Raum speichern zu können. Mithilfe mikroskopisch kleiner magnetischer Armaturen können diese Zellen Milliarden von Schwungrädern in Nanogröße auf geringstem Raum unterbringen, die alle gleichzeitig betrieben werden, um Energie zu speichern oder zu produzieren. Auf diese Weise werden nicht nur ungeheure Energiedichten, sondern auch unfassbare Spitzenwerte für Verbrauch und Aufladung ermöglicht, was den Energiewaffen der Aliens eine effektive Funktionsweise ermöglicht. Jo. Forschung starten. Ups. Ballonfisch. Ah. Diese Kreaturen, die wir Ballonfisch nennen, sind im Wesentlichen fliegende Gastanks, die aufgrund der internen, von widerstandsfähigen, transparenten Membranen geschützten Wasserstoffblasen in der Luft schweben. Mithilfe ihrer Flossen bewegen sie sich langsam durch die Luft, da die Wasserstoffblasen annähernd transparent sind und die restliche Körperoberfläche mit biologischen Solarzellen bedeckt ist, die sie dazu benutzen, das Wasser aus der Luft in den Wasserstoff umzuwandeln, der sie schweben lässt, sind so gut wie immun gegen Laserbeschuss. Auch sonst sind sie eher verletzlich und ein einziger Treffer aus annähernd jeder Waffe reicht aus, den Wasserstoff in ihren Blasen in Brand zu setzen. Ihre einzige Angriffsmöglichkeit ist, nahe an ein Ziel heranzufliegen und zu explodieren, wodurch sie sich natürlich selbst töten. Aber alles in einem gewissen Umkreis beschädigen. Okay. Der Ballonfisch ist fast völlig transparent und daher durch Laserbeschuss weitestgehend unverwundbar. Joa. Da. Ich mache jetzt erstmal die ganzen... Wir haben kein Flugzeug verloren. So. Erstmal Personal wieder. Training. Trefferpunkt, Handfeuerwaffen, Gewehre. Du kannst da nochmal ein Training machen. Wer eignet sich denn gerade? Chen! Braucht nur noch Willensstärke Durchschnitt. Willensstärke ist bei ihm auch schlecht. Goddammit. Durchschnitt gut. Auffassungsgabe auf gut. Das sind noch zwei. Okay. Camille Boissois kann zum Scharfschützen gemacht werden nach dem nächsten Level Up. Wie weit ist der eigentlich mit dem Basis? Oh Gott, das dauert noch. Eine Alien-Basis. Cudgel-Autopsie, ja. Anscheinend wurden die Cudgels aus den schrecklich deformierten Überresten von Männern und Frauen geformt. Ihre Oberkörper sind eine Masse aufgeblähten, tumorösen Gewebes, das mit spinnartigen Augen übersät ist, die dem Cudgel ein ausgezeichnetes Sehvermögen verleihen. Sie sind verschlagene Kreaturen und ziehen einen Hinterhalt jeder direkten Konfrontation vor. Da sie von gleicher Größe und Gestalt wie Menschen sind, können sie Waffen einsetzen oder mit ihren Fäusten angreifen. Im Hinblick auf die Verteidigung entsprechen sie in etwa einem ungepanzerten Menschen. Mit der Ausnahme, dass die lebenswichtigen Organe in der Masse des Gewebes ihres Oberkörpers vergleichsweise dünn besät sind. Weshalb harte Geschosse weit weniger effektiv sind als üblich. Insgesamt habe ich 5 Basen.
zu schwer. Okay. Feind ist eingedrungen. Wie lange brauchst du noch, Neil? Noch 11 Stunden. Na komm, Neil, beeil dich. Lern schneller. Akzeptieren, so. Habe ich irgendeine Panzerung, die besser ist? Nein. Forschung und Entwicklung. Entwicklung. Noch 3 Tage. Plekton-Autopsie. Dieser Transgenant, den wir Plekton nennen, ist ein besonders abschreckendes Exemplar. Mit einem Kern aus biomasseähnlichem Material und einer Hülle aus menschlichen Leichen und Körperteilen sind diese Kreaturen annähernd 3 Meter groß und bewegen sich auf ihren behelfsmäßigen Gliedern langsam schwankend vor. Das Kernmaterial ist jedoch dazu in der Lage, Strahlen starker Säure auf weit entfernte Ziele zu verschießen, was sie gefährlicher macht, als ihre mangelnde Geschwindigkeit vermuten lassen würde. Diese Kreaturen verfügen über keinen Panzer und haben nur wenige lebenswichtige Organe, was bedeutet, dass harte Geschosse im Kampf gegen sie weniger effektiv sind als weiche. Des Weiteren sind energiebasierte Waffen weniger effektiv als normale Waffen, da die Leichen nicht in den Körper integriert sind. Beschädigungen an der Hülle beeinflussen die Gesundheit dieser Transgenannten nicht, nur ihre Mobilität. Sie sind jedoch durch feuerbasierte und Plasmawaffen verwundbar, damit ihnen der Körper im Inneren der Hülle in Brand gesetzt werden kann. Das hört sich doch schon mal besser an. Eliminierungsmission wieder. Ich sollte mir langsam mal aufschreiben, wen ich was machen lassen möchte. Now what? Ich mache natürlich falsche Richtung. Das Scrollrad drehen, damit ich rauszoomen kann. Komplett offenes Gebiet? There's one. Moral Man. What is it, sir? What is it? There's one. Ein Flapper. Ein Capsule? There's one. Ein Plekton. Fuck. I'm in trouble. More orders. Good to go. I'm expecting orders, sir. More orders? He's out of commission. I can't hit him anymore, sir. That's no wrong about it, sir. So, der Plekton soll sich in meine Richtung bewegen. That's not wrong. Kill that bastard. That's what there's of them to worry about. Ich brauche ihn nicht vernichten. Boah. Ich hasse diese Viecher. Und schon sind die beiden Gebiete wieder befreit. Zum Beispiel. Sie sind wieder verfügbar. Chomper-Autopsie. Der Chomper ist eine Kreuzung aus Wölfen und Hunden. Und wenn man ihn betrachtet, scheint es offensichtlich, dass das Experiment fehlgeschlagen ist. Eww. Obwohl er über massive Kiefer verfügt und aufgrund seiner abstoßend verlängerten Beine mühelos die Köpfe und Hälse von Menschen angreifen kann, ist er langsamer als ein Wolf oder ein entsprechendes Tier. Der Chomper besitzt eine Rudelmentalität und neigt deshalb dazu, nur in großen
Zahlen anzugreifen. Das zusammen mit der verbesserten Rudelkoordination der Kreatur stellt die größte Bedrohung dar. Obwohl er in seiner Widerstandsfähigkeit normalen Tieren entspricht, macht ihn die verlängerte Knochenstruktur anfälliger gegen Warp-Waffen und Sprengstoff, die seine Beine mühelos zerschmettern und ihn bewegungsunfähig machen können. Ja. Oh Gott. Hälfte der Transgenannten schon geholt. Achso, speichern. Da war was. Da könnte ich jetzt eine Basis holen, da könnte ich eine Basis holen. Alienwaffen fertig entwickelt. Anscheinend basiert die von den Aliens verwendete Technologie stark auf Biotechnologie. Sämtliche ihrer Waffen und Ausrüstungsgegenstände scheinen gewachsen zu sein. Bislang ist es jedoch nicht noch unbekannt, ob sie beim Einsatz noch lebendig sind. Laserwaffen. Badum. Mal schauen, ob wir diesmal wieder gewinnen. Boom. Einer von mir kaputt? Nein, doch nicht. Wow. Alien-Basispanzer. Boah, hat das lange gedauert. Zehn Tage, zehn Stunden, kein Wunder. So. Der ist ja noch schlechter als die Standardsachen. Okay, Feuerlaser-Plasma ist höher. Es sieht interessant aus. Mein verbesserter leichter Anzug ist da sogar höherwertiger. Okay, dann werden wir F und E auf verbesserte leichte Panzerung setzen. 2 Tage, 10 Stunden. Meh. Kampfpanzerung. Ah, hier haben wir's. Die Kampfpanzerung ist nochmal ein wenig besser, wobei Warp und Lähmung sowie Feuer, Laser und Plasma weniger ist. Egal. Boah, jetzt kommen die ganzen Sachen auf einmal. Bumm. Bumm. Bumm, ich hab verloren. Truppe. Ah. Chen, du gehst schon mal raus. Du wirst damit ausgerüstet. Womit kannst du umgehen? Stärke heldenhaft. Oh mein Gott.
kommt erstmal eine Schrotflinte hinzu. Andere, so ein Teil. Ein paar werfen. So. Team Limit 6. Das habe ich vorhin nicht gesehen gehabt. Komm, lad schneller. Jetzt muss ich erstmal eine Rettungsaktion durchführen. Das wird interessant. Aua. Gerade einen Lungenstich entdeckt. Entschuldigung. What is it? Oh, my God, sir. Watch out. Slime throw. Fudge. Here they come. Nein, kein Chrysalis. Here they come. Alles nur kein Chrysalis. Watch out. I can't hit him anymore, sir. He's out of commission. This doesn't look good. There's one. Here comes trouble. Watch out! That will be a waste of bullets, sir. Here they come. Nee, das. I'm in trouble. That will be a waste of bullets, sir. I'm under attack. Das kann ich laden, weil Chrysalis, das sind. Da ist was abgeschützt, da ist was abgestürzt. Da ist was abgestürzt. Ich sollte öfter speichern. Ganz ehrlich. Alienwaffen fertig. Ahaha. Können wir direkt umstellen. Laserprinzipien. Die von den Aliens eingesetzten Laserwaffen sind biomechanische Geräte. Vom Prinzip her funktionieren sie wie jeder andere Laser auch, aber sie arbeiten auf einem wesentlich höheren Energieniveau als alles, was die menschliche Kultur vor der Dämmerung erreicht hat. Wenigstens einer solch kompakten Größe. Dies liegt an der Verwendung eines neuartigen Mediums für die Anregung und Kraftstoffzellen, die über eine beispiellose Energiedichte verfügen. Okay. Das wird jetzt entwickelt. Da wird weiter gebet. Ja, ich möchte noch eine herstellen. Personal, wir hatten noch gar keine. Er hat einen Kampfpanzer. Er hat eine. Er hatte keine. Ich werde mal jetzt Area 51 angreifen.
einfach nur, damit ich endlich weiterkomme mit der Story. More orders. I see an alien. I'm in trouble. They got me. They got me. That's impossible. Now what? I mean, they got me. They got me. I'm in trouble. Yeah. That's no longer possible. They got me. They got me. That'll be wasteful, sir. They got me. Enemy down. What is it? Okay, die haben wir ja schon erledigt. What now, sir? That's no longer possible. All done, sir. Nailed that gun anymore, sir. That's no longer possible. All done, sir. So he's a yes, sir. Malcolm, du wechselst mal eben. Du bist ja unser ausgebildeter Arzt. Here comes a gray. Now what? Ready. Yes, sir. I'm under what attack. I'm hit. I'm in trouble. I'm in trouble. That's no way. I'm ready. That's no all longer. Done, sir. That's all done, sir. All done, sir. He's ready. More orders. He's dead now. That's one less of them to worry about. Komm, lauf, 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 lauf. Okay, er hat noch Munition. Your order, sir. Good to go. Okay, waiting for the orders. Alle kommen mit. Das ist schon mal die Hauptsache. What is it? Hier speichern. No way to get there. All right, sir. Sir. Waiting for your orders. Here comes a gray. I see an alien. I'm in trouble. I see an alien. Sir. I'm in trouble. It's all done, sir. They got me. What the? They got me. I made it. Oh, Warp-Waffen. Nicht so toll. Now what? What is this, sir? Watch out for that gray. I just cannot watch out for that gray. Damn. I'm under attack. That's no longer possible. Oh, das wird jetzt ein Spaß. Ich muss irgendwie die Warp-Wache für da vernichten, aber. What is it? Waiting for orders, sir. Da dürfte gleich aufgehen. Sag ja. Dürfte da gleich auch aufgemacht werden. I see an alien. I'm under attack. He's out of commission. Got him. No way of hitting him now. He's out of commission. Kill that bastard. I see an alien. That's one less of them to worry about. Lady. Done. Done. Wow. All done, finished. Sir. Done. Now what? Ich glaube, das war der mit der Warp-Waffe. Now what? Vorsichtshalber einmal speichern. Oh, yeah, yeah, yeah.
Awaiting further orders. Here comes a gray. Oh, fudge. This doesn't look good. Okay, da ist ein Warp-Waffe. There's a gray. Nochmal laden. Now what? Werde ich wohl oder übel mal? I see an alien. Crap. Awaiting further orders. Da sollte eigentlich gar keiner durchgehen. Okay, die Tür schützt mich gerade noch. Wieso zur Hölle ist Brian so schnell? I can't see a way. Awaiting further orders, sir. So. Spiel speichern nochmal. Das wird jetzt ein Spaß noch. Viel zu anfällig gegen Warp-Waffen, um einen offenen Kampf zu machen. Es ist perfekt, dass du gerade da bist, Brian. What is it? Wieder zurück. Yes. Da laufen sie jetzt lang. Ey, der ist immer noch so schnell mit 100% Belastung. Not bad. An alien. I'm in trouble. I made a mistake. Got no one. Kacke. Your orders. Und erneut. Yes, what sir? Is it? That's yes, it. Sir. Yes, sir. Right now, sir. What now, sir? More orders. What now, sir?
fertig. Yes, sir. Awaiting further orders. Now what? Speichern, Strategie. Dann versuche ich doch mal jetzt hier lang zu laufen. Wahrscheinlich treffe ich dann sofort auf die Warp-Leute. Sind alle Türen noch zu, das... Wenn die Türen geschlossen sind, ist das ein gutes Zeichen. Oh Gott. Oh mein Gott. Beenden. Heiliger. Eieiei. Wir müssen jetzt erstmal auf Stärke gehen, damit die Trefferpunkte von einigen Leuten hochgehen. War da Auffassungsgabe nur noch? Wahrscheinlich. Geschicklichkeit hoch. Speichern. Boah, das war heute mal wieder super. Ich werde an diesem Punkt jetzt wieder aufhören, weil ich wieder 3 Folgen habe. Oder 2,5. Je nachdem, wie ich es hintereditiere. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.